Wie im letzten Teil angekündigt, sehen wir uns bei Kalo wieder und wir sind auch hier vor Kalo. Maru gab Kalo den Saphir. Das ist also der Edelstein, der zum Rubin gehört. Mara, du hast alles auf dich genommen, oder? Ich weiß, dass es nicht leicht war. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss ich für dich arbeiten. Lass mir ein wenig Zeit. Okay, das ist gut. Heureka! Ich bin mit Lanette verbunden. Maru, ich habe es geschafft. Ich konnte eine Verbindung zu den Trainern in Hoenn herstellen. Endlich funktioniert das Netzwerk. Das habe ich nur dir zu verdanken. Dank dir hat mein Traum... Oh, scheiße, ich muss hier gerade voll niesen. Oh, also, dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Oh, fuck, ey. Voll der Nasenorgasmus. Oh, kennt ihr das, wenn es so kribbelt? Oh, übelst. Okay, das war's auch schon. Zum Glück habe ich das Mikrofon noch ausbekommen. Oh, fuck, ey. Das ist echt übel. So. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein Land 7 erkunden. Also, wenn ihr jetzt das auf dem Advance gespielt habt, könnt ihr jetzt mit, sag schon, mit der Saphir und Rubin Edition tauschen. Das ist ein Land 7. Hier oben, wenn ihr da hingeht, geht es zum Trainerturm. Den gab es, glaube ich, seit der zweiten Generation. Und dort warten Gegner auf euch, die das gleiche Level haben wie ihr. Also für mich ist das jetzt uninteressant, weil ich da keine EPs kriege. Ihr könnt da mal reingucken. Ich spürte, dass du kommst. Aha. Wir setzen die Rafarik ein. Das war ein Psycho-Normal-Pokémon, wenn das mich nicht täuscht. Ja, Hydro-Pumpe wird schon... What the fuck? Das ging daneben? Jetzt, das reicht nicht mal aus. Dann halt ein Surfer hinterher. Und weg ist das Ding. Aha, die will also auch kämpfen. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Aha. Ja, aber es sieht ja von den Leveln her, sind die immer noch so verdammt mies. Also, ich verstehe es nicht. Selbst mit einem Pokémon, das keine guten Attacken gegen Psycho hat, schaffe ich es ohne Probleme, die zu besiegen. Also, echt ein Witz. Die Natur dieser Insel bleibt nahezu unantastet. Daher könnte das Wandern hier schwierig sein. Diese Einlande werden Sevi-Einland genannt, weil es 7 sind. Das glaube ich. Das glauben zumindest die jungen Leute. Die Wahrheit ist, dass die Einlände so heißen, weil sie in 7 Tagen geschafft werden. Aha. Ich stelle momentan nichts mehr dar, aber als ich jünger war, bin ich überall hingeflogen und habe Trainer herausgefordert. Jetzt besteht meine einzige Lebensfreude darin, mich an der Vergangenheit zu erinnern und Kämpfe zu beobachten. Ja, armes Ding, du. Erstmal Pokémon wieder heilen. Der gibt euch, glaube ich, irgendwas. Nicht viele Leute kommen hier raus. Ich bin überzeugt, dass ich mich mein Training stärker werden lässt.
Jawohl, immer stärker. Möchtest du so eine solche Attacke lernen? Sie heißt Schwerttanz. Nein, leider nicht, aber sie ist gut. Ah, jetzt stürzt sie wieder dasselbe. Da ist eine Trailerin. Okay, die könnte vielleicht sogar mal ein Problem werden. Ach, das war die falsche Attacke. Ich dödel. Sollte natürlich Eishieb sein. Jawohl. Setz nochmal einen Blue Bella ein. Ach, dammit. So. Habe ich nicht irgendwo einen Hyperheiler? Ach da, ja. Funpi gibt's hier also auch zu fangen. Der sieht so nach Vogeltrainer aus. Servus. Ja toll, natürlich kein Vogeltrainer. Den slammen wir halt weg. Tanzer, was war denn Tanzer? Ich glaube, ja genau. Anfälle gegen Wasser, hoffe ich doch. So ist das. Rüteball, da wechsle ich wieder. Murphy. Und den slammen wir auch weg. Wieder ein Tanzer, also das ist ja hier ein Wechsel. Das sieht so nach Doppelkampf aus. Nee, nicht mal. Ey, warum immer nur so Trainer mit so schwachen Pokémon? Ich verstehe es wirklich nicht. Die nächste. Sie erwarten auch noch ein paar Trainerkämpfe auf euch, aber im Prinzip sind die Länder, diese Inseln, nicht wirklich toll. Das Einzige, was daran gut ist, wenn ihr es auf dem Advance gespielt habt, dass ihr dann zu anderen Editionen tauschen könnt. Aber ansonsten, wie soll ich sagen, ist es für den Arsch. Ein Doppelkampf. Oh. Ja, ich glaube, da sollte ich vielleicht mal ein Pokémon wechseln, ne? Nein, nein, nein. Oh, jetzt kriegt das Opfer auch noch ein Level dazu. Ich wollte es eigentlich tauschen. Naja. Ist ja nicht so wild. Ist halt das Opfer draufgegangen. Oh, jetzt entwickelt sich's auch noch. Wie süß. Ja, mein Opfer 3 wurde zu Tauboga. Nur weil es ein Level abbekommen hat. Oh ja, I hate wilde Pokémon. So ein bisschen was von Savvy Island habe ich euch wenigstens zeigen können. Aha. Oh, das trifft sich ganz gut, weil das Miltank ist ein Normal-Pokémon. Und ich glaube, das Tauros auch. Damn it!
Da könnte ich echt noch Probleme kriegen gegen die zwei. Soll ich Blizzard erlernen? Nee, ich brauch Blizzard nicht. Ah, damn it, was soll denn das? Jetzt gebe ich dir aber was mit meinem Opfer. Alter, fick dich doch. Und das Opfer hat's if. Das Opfer hat das Ding besiegt. Ey, wie geil ist das denn? Hier ist ein Item. Ein Nugget. Oh ja, in dieser Höhle muss ich euch noch was zeigen, leider. Das ist ein Rätsel. Und das ist leicht eklig. Wie ging denn das? Das war so. Ich hoffe, ich krieg das jetzt so auf Anhieb hin. Natürlich nicht. Okay. Wie ging das Rätsel nochmal? Ich glaube, ja, so war das. Genau, ja, jetzt hab ich's. Es ist doch einfach, wie ich dachte. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt gut zugeguckt. Oh, das war ein Fehler. Hahaha. Ich depp, ich blöder. Ich bin doch echt ein Pfosten, der sehr doof ist. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss für diesen Part und zeige euch beim nächsten Mal das Rätsel. Ich habe es jetzt auch wirklich rausgefunden und beim nächsten Mal kriege ich sogar hin. Also bis dahin.